Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir sind hier betroffene Eltern und ein Kind und Experten, die von den unrechtmäßigen Praktiken der Jugendämter in Deutschland betroffen sind. Ich selbst bin die Präsidentin der Konferenz der internationalen Nichtregierungsorganisationen des Europarats und vertrete nicht eine NGO, sondern 400. In Deutschland werden Kinder unrechtmäßig ihren Eltern entzogen. Diese Kinder werden älter und deshalb sind die Petitionen, die sie betreffen, dringend. Ich habe deshalb dem Vorsitzenden zu Anfang dieser Sitzung die Bamberger Erklärung übergeben. In Westeuropa haben wir viel zu lange weggesehen, wenn es um Menschenrechtsverletzungen in unseren eigenen Ländern geht. Im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes in Deutschland werden zahlreiche Menschenrechte verletzt. Vor allem das Verbot unmenschlicher Behandlung, das Recht auf faires Verfahren und das Recht auf den Gebrauch der Muttersprache, wie zum Beispiel Polnisch. Es handelt sich hier nicht um ein gehäuftes Auftreten von Einzelfällen, sondern um systematisches Unrecht. Der Petitionsausschuss kann dies fast täglich feststellen, weil er eine große Zahl von Petitionen erhält, die die rechtswidrige Praxis der deutschen Jugendämter darlegen. Die erste Petition wurde vor anderthalb Jahren eingereicht und noch ist nichts geschehen. Weitere Petitionen kommen täglich und dies zeigt die Brisanz der Angelegenheit. Es darf nun die Tatsache, dass diese Petitionen jeden Tag eintreffen, darf keinesfalls als Vorwand dazu benutzt werden, die Behandlung aufzuschieben, sondern ganz im Gegenteil, wir haben die Forderung, dass alle aktuellen Fälle sofort überprüft werden, dass diese Petitionen sofort vor dem Europäischen Parlament behandelt werden und dass parallel dazu die Mechanismen aufgedeckt werden, die hinter diesen Fällen stecken. Weil es sich um ein System handelt. In der Bamberger Erklärung machen wir verschiedene Vorschläge. Einer davon, Sie wissen es, ist die Abschaffung der Jugendämter. Auf alle Fälle muss die Praxis des Jugendschutzes in Deutschland überholt werden. Diese Forderung steht in krassem Widerspruch zur Äußerung von Frau Tsipras, der Justizministerin von Deutschland. Sie hat am 29. Oktober dieses Jahres festgestellt, gegenüber einem Petenten, dass in Bezug auf die Jugendämter kein Änderungsbedarf besteht. Wir sind zutiefst beunruhigt und unsere einzige Hoffnung, wenn Verwaltung und Justiz versagen, ist, dass die Parlamentarier aufstehen. Und dazu rufen wir sie auf. Sie wissen, dass im Europarat ein Parlamentarier, Dick Marty, das Bestehen von CIA-Gefängnissen in Europa untersucht hat. Wir brauchen solche mutigen Parlamentarier auch hier, denn auch hier geht es um gravierende Menschenrechtsverletzungen. Mein letzter Punkt, diese Vorfälle geschehen nicht nur in Deutschland, sondern gerade zur Zeit wird in England, in Großbritannien, ein Verfahren findet statt, in dem untersucht wird, ob ein Arzt das nicht existente Münchhausen bei Proxy-Syndrom zum Entzug von Kindern verwendet, die dann medizinischen Tests unterworfen werden. Die Expertin, die das zum ersten Mal aufgedeckt hat, ist hier. Sie hat das 1996 aufgedeckt. Sie können sicher sein, wir sind ein internationales Netzwerk und werden das weitere Vorgehen beobachten. Was in Frage steht, sind Menschenrechtsverletzungen, aber ist der Rechtsstaat insgesamt, weil die Eltern, die Petitionen machen, vor Gericht gehen und nie angehört werden, Gerichtsverfahren sind richtige Parodien, diese Eltern und ihre Umgebung verlieren das Vertrauen in den Rechtsstaat und damit sind wir in Europa, ist unsere europäische Demokratie bedroht. Deshalb die Bitte an den Petitionsausschuss, behandeln Sie sofort die Petitionen gegen die deutschen Jugendämter im Europaparlament. Besten Dank. Also meine Dinge,
Dziękuję, że trzymała się Pani czasu, który prosiłem. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że nasza komisja przywiązuje ogromną...